verehrtes Auditorium, auch wenn Insina es nicht gesagt hätte, Sie hätten es in wenigen Minuten erkannt, dass ich nicht aus Norddeutschland komme. Tatsächlich komme ich aus Wien und aus Wien bringe ich Ihnen auch meine Forschung mit, nämlich das Entgendern nach Fettberg. Das Entgendern nach Fettberg ist ganz kurz erklärt eine kurze, auch einfach mündlich verwendbare Form der geschlechtsneutralen Sprache, die ich dann anwende, wenn ich das Geschlecht einer Person nicht kenne oder das Geschlecht einer Person gerade nicht relevant ist. Wenn ich das sage, dass ich dazu forsche, oder auch wenn ich nur sage, dass ich zum Thema Gendern forsche, ernte ich meistens diese Reaktion. Oh Mann! In der Germanistik sehen wir uns Wörter sehr genau an und das habe ich hier mal gemacht und da komme ich auf Folgendes. Mann kann ich auch lesen als männlich, als nominale Norm. Und das heißt nichts anderes als das sogenannte generische Maskulinum. Das sogenannte generische Maskulinum kennen wir alle, im Wort Fahrer zum Beispiel würde das drinnen stecken und das heißt, dass es entweder eine Person ist, die einen Wagen lenkt und deren Geschlecht ich nicht kenne, oder es ist eine männliche Person, die einen Wagen lenkt und deren Geschlecht kenne ich nicht. So einfach könnte es sein. Ist es aber nicht. Denn, und dazu lade ich Sie sehr herzlich ein, gehen Sie morgen in Hamburg über die Fußgängerzone und stellen Sie 10 Personen diese Frage oder diese Bitte. Nennen Sie mir Ihre 3 Lieblingsschauspieler. Und dann wiederholen Sie das Experiment, nur leicht verändert, und stellen Sie das Folgendes um. Und zwar nennen Sie mir Ihre 3 Lieblingsschauspielerinnen und Lieblingsschauspieler. Und dann vergleichen Sie die Ergebnisse. Und Sie werden sehen, Sie werden sich immer signifikant unterscheiden. Sie werden wesentlich mehr Schauspielerinnen haben, wenn Sie danach gefragt haben. Und Sie sehen, was Sie hier gemacht haben, ist, Sie haben geschlechtergerechte Sprache angewandt. Sie haben das sogenannte Splitting verwendet. Das heißt, Schauspielerinnen und Schauspieler, das kennen wir, das ist an und für sich nichts Neues. Jetzt ist es aber so, dass wir es nicht nur mit 2 Geschlechtern zu tun haben. Also wir wissen das sehr lange, das deutsche Bundesverfassungsgericht weiß es seit 2017. Und da stellen uns aber vor die Frage, wenn wir mehr als 2 Geschlechter haben, wie gehen wir damit sprachlich um? Und das ist keine triviale Frage tatsächlich. Sie sehen hier ein paar Formen, die ich da zu einem Fragezeichen geformt habe. Ich zeige Ihnen ein paar genauer. Wir bleiben beim Wort Fahrerin. Da haben wir zuerst die Sternform 2, die Asteriskenform auch genannt. Die kennen Sie sicherlich. Das wäre Fahrerin. Im Plural. Fahrerinnen. Mit dem Personalpronomen Sie, er, dem Possessivpronomen Ihr, seine und dem Fragepronomen Welche. Und dann gibt es die Sternform 1, die ist wesentlich unbekannter. Nach Person-Berry-Baumgartinger 2008 sprechen wir die als Stern aus. Das heißt, wir hätten hier Fahrstern, im Plural Fahrstern, Stern, im Personalpronomen Stern, dem Possessivpronomen Sterns und dem Fragepronomen Stern. Und dann gibt es die X-Form. Die kennen Sie auch sicherlich schon. Ausgesprochen wäre das folgendermaßen Fahrix im Singular, im Plural Fahrixes, mit dem Personalpronomen X, dem Possessivpronomen Xes und dem Fragepronomen Wex. Die kennen Sie sicherlich schon. Was ich Ihnen heute mitbringe, ist das Entgendern nach Fettberg. Und Sie sehen hier Hermes Fettberg. Denjenigen, der diese Form bereits seit 30 Jahren verwendet und niemandem ist sie aufgefallen, weil sie so einfach ist. Und zwar geht die so. Das Entgendern nach Fettberg funktioniert ganz einfach. Der Leser oder die Leserin, das Lesi. Im Plural, die Lesis. So einfach könnte es sein. In der Germanistik drücken wir Dinge nie so einfach aus. Es handelt sich dabei um eine Homomorphisierung der Endungen unter Verwendung des Genus Neutrum, im Singular also Stamm plus Y, im Plural Stamm plus Y plus S. An ein paar Beispielen. Raucherin. Das Rauchi. Im Plural die Rauchis. Jetzt hören natürlich lang nicht alle Wörter mit ER auf. Also nehmen wir Arzt, Ärztin.
das Arzti, im Plural die Ärztis. Und wenn ich einige von Ihnen vielleicht noch nicht überzeugt habe, dann wären ja das KritikerInnen, das heißt das Kritiki, im Plural die Kritikis. Soweit also zur Wortebene, jetzt vielleicht im ganzen Satz. Sie werden sich gefragt haben, zu der Zeit, als Sie noch die Schule besucht haben, warum in den Grammatikbüchern immer so blöde Beispielsätze drinnen stehen. Ich kann es Ihnen verraten, das ist ein Sport von uns, wir machen das gern. Ich habe mich also bemüht, Ihnen möglichst einen blöden Satz mitzubringen, und zwar, die Einbrecherin hat ihr sein Werkzeug in der Bibliothek vergessen. Nach der X-Form. Nach der Sternform. Der Stern, ein Brechstern, hat Sterns Werkzeug in der Bibliothek vergessen. Die X-Form. Dex Einbrechix hat X's Werkzeug in der Bibliothek vergessen. Und jetzt, entgendert nach Fettberg, das Einbrechi hat sein Werkzeug in der Bibliothek vergessen. Was habe ich Ihnen gezeigt? Das Entgendern nach Fettberg ist eine einfache, auch mündlich leicht verwendbare Form der geschlechtsneutralen Sprache, die ich dann anwende, wenn ich das Geschlecht einer Person nicht kenne oder das Geschlecht gerade nicht relevant ist. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen, werte Zuschauer und werte Zuhörer, verehrte Hamburgis, für Ihre geneigte Aufmerksamkeit. Vielen Dank.